Legen wir los mit unserer sportlichen Medienrunde vor dem Heimspiel des MSV Duisburg gegen den SC Verl am Samstag. Bei uns darf ich begrüßen, wie gewohnt, unseren Cheftrainer Hagen Schmidt, der ab jetzt Fragen zum Spiel beantworten wird. Wer mag da beginnen? Bitte um ein kurzes Handzeichen. Jochen Knörzer zeigt ein kurzes Handzeichen. Ja. Guten Morgen in die Runde. Eben war es noch sonnig draußen. Wollen wir hoffen, dass das kein Vorzeichen für diese Pressekonferenz ist. Und da Hagen Schmidt, fangen wir an mit der Verletztenliste. Alle Mann an Bord, von den Langzeitverletzten abgesehen? Dazu kommen eigentlich nur noch das Fragezeichen bis jetzt von Jule Hetwer, der die Krankheit oder wo sich das noch ein bisschen zieht. Wird schwierig bis zum Wochenende, denke ich, weil er hat jetzt noch gar nicht trainieren können. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht da nicht ganz reichen wird. Ist aber der Einzige. Bis jetzt, ja. Nico Brettschneider ist also wieder fit. Nico ist wieder gestern noch im Teiltraining, heute wieder im Training und ist fürs Wochenende eine Option, ja. Wäre die nächste Frage gewesen. Danke, Hermann. Haben Sie den Nico Brettschneider in Mannheim vermisst? Ja, Quatsch, in Freiburg vermisst, Entschuldigung. Grundsätzlich ist es immer nicht schön, wenn Spieler verletzt sind und wir dort nicht auf die zurückgreifen können, beziehungsweise da weniger Optionen haben. Aber von daher, es war, wie es war, und da kann man jetzt eh nichts dran ändern. Ja, das war eine Ihrer eigenen Vorgaben, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die eingespielt ist, gerade im Abwehrbereich. Das hat, aber das ist kein Vorwurf an Sie, bis jetzt eher nicht funktioniert. Wir hatten gegen Freiburg immerhin zum zweiten Mal, glaube ich, die gleiche Abwehrreihe auf dem Platz, die aber nicht unbedingt ihre Stammformation ist. Ist das richtig? Momentan ist es schwierig, da eine Stammformation zu nennen, weil ja durch Krankheit oder Verletzungen oder Sperren ständig irgendjemand ausfällt. Von daher, wie gesagt, ist es sicherlich schwierig, aber es nehmen sich alle nicht so viel, also sie sind leistungsmäßig recht eng beieinander und von daher würde ich jetzt schon jetzt von den beiden Innenverteidigern erstmal sagen, weil dort wechsle ich eigentlich ungern so viel, wie es bisher war, und da muss ich ein gewisses Level auch einspielen. Und da ist es momentan so, dass sicherlich die beiden das ordentlich machen, wenn auch mit Luft nach oben, klar. Dann noch eine Frage zu Freiburg. Warum haben Sie AJ zur Halbzeit rausgenommen? Bakalorz habe ich verstanden, hätte ich genauso gemacht. Der war wieder mal kurz vor Gelb-Rot. Aber Ajani hat doch aus meiner Sicht nach vorne seine Leistung gebracht, zumindest annähernd. Ich habe es schon besser gesehen. Ja, haben Sie die Frage ja schon beantwortet. Weil ich sag mal, erstmal geht es im Fußball nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten. Und gerade unsere rechte Seite war sehr offen. Und Fälscher hatte da, oder Rolf hatte da öfter auch Überzahlsituationen einfach zu bewältigen. Und offensiv war LJR, fand ich jetzt mit wenig Akzenten, bis auf sicherlich zwei oder eine Eingabe, die mal kam, aber das ist dann offensiv natürlich auch zu wenig. Und ich denke, den Unterschied hat man einfach in der zweiten Halbzeit gesehen, dass du gegen die dann auch einen Spieler brauchtest wie Ala, der mal einen Ball hält, der auch mal eine 1-1-Situation dort löst, um auch mal länger im Ballbesitz zu bleiben. Und ich denke, auch beide Einwechslungen haben in Freiburg gut gegriffen. Haben eine Wirkung gezeigt und wir konnten das Spiel dann dahingehend auch ein bisschen offener gestalten. Und von daher fand ich jetzt die Auswechslung für den Tag genau richtig. Und ja. Jetzt war das nach zwei guten Spielen
leider trotzdem zwei Niederlagen. Aus meiner Sicht ein wirklich schlechtes Spiel. Allerdings komischerweise mit guten Torchancen. In der 93. Minute mit der letzten Aktion verloren. Was haben Sie der Mannschaft gesagt? Wie wollen Sie die wieder gegen Ferl aufrichten? Ja, erstmal fand ich jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel war. Da bin ich nach wie vor weit weg davon. Weil es ist immer so, klar haben wir jetzt zwei Spiele gemacht, die, wo ich jetzt sage, in der Tabellenposition mutig, engagiert, also alles das, was du eigentlich brauchst, um da unten rauszukommen. Jetzt ja, haben wir die erste Halbzeit so ein bisschen zu passiv agiert, den Gegner zu viel Platz gelassen, in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und man darf halt trotzdem jetzt nicht erwarten in der Situation, dass wir irgendeinen Gegner aus dem Stadion spielen und da permanent Top-Leistungen, die natürlich für uns immer erwünscht sind, immer auf den Platz kriegen. Ne? Also es ist trotzdem nach wie vor so, dass ein Mensch, wenn du in so einer Situation bist, auch ganz normal menschliche Züge zeigt. Ja? Und dann kann es mal ein Tag sein, dass es mal so ist. Ich denke trotzdem, dass wir hätten das Spiel gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Weil einfach in der zweiten Halbzeit, selbst auch in der ersten Halbzeit, zwei gute Möglichkeiten da waren mit Assist der Kopfball, ja, und Stoppe. Und zweite Halbzeit haben wir einfach, denke ich, das Spiel besser im Griff gehabt, hatten gute Möglichkeiten und mit dem Elfmeter, das musst du das Ding entscheiden. Ich denke, dann beruhigst du auch das Spiel insgesamt und gehst als Sieger vom Platz und im Prinzip hat sich trotzdem dann am Ende nicht so viel geändert, weil wir wieder durch einen individuellen Fehler uns ja, einfach in dem Spiel um was gebracht haben. Ja. Also zumindest auch mal die Null und den Punkt hätte sicherlich auch in der Situation gut getan. Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor auch im Training die Jungs sehr, sehr engagiert und willig. Und es gibt jetzt auch kein Trübsalblasen oder Kopf hängen lassen, sondern wir sind gar nicht in der Situation, dort irgendwo lange zu überlegen, sondern ich sage immer, im Fußball hast du das Glück, kannst jede Woche aufs Neue die Sachen bereinigen. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, hier ein Signal zu setzen, im positiven Sinne. Und zu versuchen, am Wochenende eine gute Leistung zu bringen und dann, wie gesagt, das Bestmögliche aus dem Spiel mitzunehmen. Schon sind wir beim Spiel am Samstag gegen Ferl. Wie sehen Sie den Gegner? Ja, die sind in einer ähnlichen Situation jetzt wie wir. Es ist eine gute Umschaltmannschaft, die sehr gut gegen den Ball spielen, gute Momente haben, auch im Umschaltspiel. Dort müssen wir sehr aufmerksam sein. Wir müssen sehen, dass wir sie über die gesamte Spielzeit immer viel beschäftigen, viel dort vor Stressen und vor Probleme stellen, weil ich glaube, dann kommt dann unserem Spiel auch zugute, wenn wir aktiv sind, wenn wir bestimmen, was auf dem Platz ist und das muss einfach unser Ziel sein. Danke ich mich erstmal und gebe weiter. Danke. Ja. Gehen wir weiter an Hermann Kiewicz vermutlich. Ja, ich kann aber auch dem guten Hendrik den Vortritt lassen. Ich bin da nicht eilig. Mach gerne. Gar kein Thema. Einmal haben Sie gesagt, jetzt, da komme ich jetzt sofort darauf zurück, dass der SC Ferl gut gegen den Ball spielt. Die haben 36 Hütten kassiert, noch mehr als Sie. Also so ganz doll gegen den Ball können Sie nicht sein, oder? Ja, im letzten Drittel kriegen sie ähnlich wie wir relativ viele einfache Gegentore, aber ich denke schon, dass sie versuchen, da im Vorfeld, im Gegenpressing, Angriffspressing viel Aktivität zu zeigen, viel das Spiel vom eigenen Tor fernzuhalten. Und deswegen sage ich, muss unser Ziel sein, natürlich sie das zu überspielen, beziehungsweise sie in ihren letzten Drittel zu binden, um da für uns die Wirkung zu erzielen. Also bei 36 Gegentoren funktioniert das offensichtlich nicht so gut mit dem Gegenpressing und Angriffspressing. Zweite Frage, Sie haben gesagt, Sie sind Menschen und Sie reagieren menschlich. Was meinen Sie damit? Ja, du ist immer trotzdem so eine, wenn du hinten drin stehst,
Die Erwartungshaltung ist einfach nach wie vor da, ist klar. Du hast ja auch selber an jeder Spieler an sich einen Anspruch, den du willst. Und du willst natürlich nicht da unten stehen, willst da raus. Und trotzdem ist es so, dass da nicht jeder Tag gleich ist. Es ist bei euch genauso. Ja, ihr seid auch nicht jeden Tag gut drauf. Und das geht Fußballspielern genauso. Und wenn du Woche für Woche immer wieder ja, aufs Neue dich da in Position bringen musst, weißt, dass du liefern musst, dann kann auch mal ein Tag dabei sein, wo es vielleicht dem einen gut gelingt, dem anderen weniger gut. Am besten ist es natürlich, wenn es der Mannschaft insgesamt sehr gut gelingt, dort immer zu performen. Aber es ist wie im normalen Leben, es ist nicht jeder Tag gleich. Und deswegen sage ich aber trotzdem, Freiburg war jetzt kein grottenschlechtes Spiel. Es war nicht so wie die beiden letzten Spiele, da gebe ich euch recht. Aber unterm Strich muss man das Spiel trotzdem gewinnen. Das hat Ihr Kollege Capretti übrigens auch zum Spiel gegen Dortmund gesagt. Wenn Sie sich das Spiel Abstiegsmannschaften dann ausmacht, dass man am Ende des Tages sagt, wir haben eigentlich gut gespielt, aber wieder verloren. Ja. Wann kommt der Moment, wo man sagt, wir haben nicht nur eigentlich gut gespielt, sondern gut gespielt und auch gewonnen? Wenn ich das vorhersagen kann, dann würde ich nicht hier sitzen, dann wäre ich Wahrsager und wäre wahrscheinlich schon Millionär und würde mein Geld nicht als Trainer verdienen. Ne? Also so einfach ist Fußball nicht. Und wir müssen weiter am Drücker bleiben, müssen an uns glauben, an die Art, wie wir spielen, glauben. Und dann bin ich immer noch der Überzeugung, dass wir in die richtige Richtung fahren. Wird das nicht immer schwieriger, wenn man... Es wird nie einfacher. Was ist einfach im Fußball oder im Leben? Also es ist viele schwierige Dinge im Leben. Jede ja. Menge Dinge sind im Leben ganz einfach. Ja, aber sind auch im Fußball ganz einfach. Also die Situation ist nicht so einfach. Und deswegen kann man da nicht irgendwelche Prognosen sagen oder wann irgendwas passiert, weil dann wäre es doch wieder einfach. Ja, wenn das jemand könnte und sagen könnte, ab morgen passiert es, ab übermorgen passiert es, es passiert gar nicht oder es passiert nächste Woche. Das ist ja Kaffeesatzleserei und das machen wir nicht. Wir bleiben weiter fleißig, wir bleiben konzentriert, fokussiert und sind der Überzeugung, dass wir diesen Turnaround, diese Wende schaffen können. Spüren Sie Druck vor dem Spiel jetzt gegen Ferl? Das ist ja nun eindeutig richtungsweisend. Langsam reißt ja auch ein bisschen in der Tabelle ab. Ja, das Wort Druck, muss ich ehrlich sagen, existiert für mich nicht im Profifußball. Weil ich bin Trainer geworden, weil ich Spiele gewinnen will, weil ich das genau will. Ja, also ich kann hier oben stehen, dann redet man auch von Druck, um oben dran zu bleiben. Ich kann unten stehen, da redet man vom Druck. Also für mich gibt es keinen Druck. Für mich gibt es nur das nächste Spiel und das bereiten wir so vor, dass wir es mit dem optimalen Ergebnis für uns bestreiten können. Ja, zumal ist es noch ein Heimspiel vor eigenem Publikum und dementsprechend gehen wir ran. Also ich sehe da generell keinen Druck. Ein Profifußballer wird Profi, weil er Spiele gewinnen will und nichts anderes, denke ich, wollen wir am Wochenende. Und von daher, also für mich ist es kein Druck. Ich sehe es eher als Herausforderung. Was würden Sie als optimales Ergebnis beschreiben? Ja, optimal ist immer, wenn man gewinnt. Ja, aber es gibt ja auch immer einen Gegner. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen. Weil dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit. Aber am Ende muss man dann trotzdem immer schauen, was dann übrig bleibt. Ne? Also wir haben jetzt schon gute Spiele gemacht und die Ergebnisse kennen wir ja. Und deswegen kann auch ein weniger gutes Spiel mit einem optimalen Ergebnis für uns enden. Das ist auch möglich oder es gibt es im Fußball auch. Deshalb kann man das vorher nie vorhersagen. Was nicht so gut läuft, kann ja jeder sehen. Was ist aus Ihrer Sicht, was tatsächlich besser geworden ist? Ja, wir sind, denke ich, schon im Offensivspiel wirkungsvoller, auch schon ein Stück weit effektiver, auch wenn da noch Luft nach oben ist, ja, was die Effektivität betrifft, was man ja auch in Freiburg gesehen hat.
Ja, da müssen wir einfach noch eiskalter sein mit den Möglichkeiten, die wir haben, konsequenter umgehen. Und ja, im Defensivverbund müssen wir einfach noch stabiler werden. Ich denke, dass die guten Momente trotzdem insgesamt, weil es ist, defensiv ist ja nicht nur, dass da hinten die vier Mann dafür verantwortlich sind, sondern defensiv heißt für mich, dass alle mit nach hinten arbeiten. Ja, es fängt vorne beim Ballverlust an und hört hinten dann auch auf. Und da sind wir jetzt schon wesentlich weiter geordneter. Trotzdem haben wir natürlich immer noch Situationen drin, die häufig zu gefährlichen Situationen führen oder auch Torchancen führen, wo das mir manchmal auch noch zu einfach geht. Liegt das am mangelnden Talent? Mangelnden Talenten würde ich nicht sagen. Es ist manchmal, hängt so ein bisschen mit Entscheidungen zusammen unter Raumzeitdruck, ja, dort die richtige Entscheidung zu treffen. Manchmal auch so ein bisschen am Coaching untereinander, das ist immer noch zu ruhig, weil wir jetzt auch da nicht unbedingt immer den haben, der auf dem Platz jetzt alles in der Hand hat und da so ein bisschen für Ordnung sorgt, der fehlt ein bisschen. Von daher müssen wir das auf mehrere Schultern verteilen und das muss ich auch ein Stück weit einspielen. Und da haben wir schon noch ein bisschen Nachholbedarf, dass wir da gerade, was dann in engen Situationen betrifft, wieder schneller in die Ordnung kommen und einfach abgestimmter agieren. Ich höre Sie gerade nicht. Bitte? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Entschuldigung, wer sollte das sein, der aus Ihrer Sicht das interne Coaching auf dem Platz übernimmt? Ja, also jetzt aus dem jetzigen Kader wäre natürlich schon Bakker auch so ein Typ, der das natürlich auch in einer zentralen Position gut übernehmen könnte, der die Erfahrung hat, der viel mitbringt. Leider ist er halt momentan nicht auf dem Level fußballerisch, wie wir uns das sicherlich alle wünschen und wie er sich das auch wünscht, das muss ich dazu sagen. Er ist da ganz gesättet und glaube ich auch mit sich selbst da momentan am unzufriedensten und wir versuchen ihm zu helfen, aus so einem Tal auch rauszukommen, weil ich glaube, dass er für uns noch sehr wichtig werden kann. Wenn Herr Bakalotz das nicht kann, wer könnte es sonst? Also wenn er im Moment mit sich selbst beschäftigt, muss man jemand anders finden. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen das auf mehrere Schultern verteilen. Das heißt also alle, die im Defensivverbund vom Torhüter bis über die Kette, bis über die Mittelfeldspieler müssen dort über Kommunikation sich immer wieder helfen. Ja, also ich sage immer, Hintermann steuert Vordermann, sodass da eine gute Kommunikation über den ganzen Platz stattfindet. Und weil halt der eine, der so diese Kernkommandos geben kann oder diese Grundordnung immer wieder ein Auge dafür hat, weil er die Erfahrung hat und die Ruhe, momentan einfach nicht in den Positionen vorhanden ist, die sowas unterstützt, sagen wir mal so. Moritz Stoppelkamp tut sich im Moment schwer, beim Abschluss erfolgreich zu sein. Also nicht im Moment, sondern in dieser Saison. Was tun Sie da? Wie versuchen Sie, ihn ein bisschen aufzubauen? Er versucht und es will ihm nichts gelingen. Ja, das denke ich, ist so ein bisschen vielleicht auch sinnbildlich für unsere Situation, ja, dass wir sicherlich immer in vielen Dingen schon engagiert sind, es aber dann nicht immer so hundertprozentig gelingt. Und das ist ähnlich. Ein Offensivspieler braucht irgendwann so einen Brustlöser, mal ein Tor, mal eine geile Aktion und dann läuft das wieder. Und daran musst du im Training arbeiten. Ich denke, das weiß Stoppel auch ganz gut. Und wir versuchen natürlich auch, weil wir machen ja auch Gruppentraining in den einzelnen Positionen, wo du Sicherheit kriegst, wo du die Automatismen immer wieder übst, wo du dir einfach ein gutes Gefühl holst. Und das eine ist halt das Training. Im Training sieht das bei ihm auch schon hier und da ganz anders aus, was die Trefferquote betrifft. Und Trainingsspiel ist halt trotzdem nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen ist es ähnlich wie bei uns. Wir brauchen den Brustlöser als Mannschaft, um den Dreier vielleicht mal einzufahren, um dann in der Folge die ein oder anderen Dinge dann wieder etwas einfacher gehen. Und genauso ist es beim Spieler, der oder ein Offensivspieler,
der jetzt länger nicht getroffen hat. Die Durststrecke kannst du nur überwinden mit Aktivität, dranbleiben, nicht hadern und weiterhin mutig sein und den Erfolg immer wieder suchen. Hätte nicht die Möglichkeit, ihn in den Elfmeter schießen zu lassen, gegen Freiburg so ein Brustböser sein können? Ja, das war aber im Vorfeld eigentlich unter uns abgesprochen, dass, weil er hat ja den letzten verschossen, dass sein Orhan, der gut drauf ist und eigentlich ähnlich wie Stoppel ein guter Elfmeterschütze ist, dann den nächsten schießt. Also von daher war das eigentlich genau so die Planung, wie sie dort abgelaufen ist, dass Orhan den natürlich so verkippt. Ja, ist wie es ist. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern und das machen wir jetzt Ihnen auch nicht zum Vorwurf. Ich denke, er ärgert sich da selbst am meisten. Nein, das war jetzt auch gar nicht das Thema, sondern das Thema war ja zu sagen, wenn jemand jetzt in so einem Tief ist und mal ein Erfolgserlebnis braucht, ja, und aus dem verschossenen Elfmeter kommt, ob man sagt, so komm, ja, lass dich ab und back in the saddle. Trotzdem sind die Jungs oder die beiden erfahren genug, ja, um jetzt zu sagen, wenn Stoppel, die Absprache war ja vorher so, dass das Ohr an den nächsten schießt. Wenn Stoppel jetzt im Spiel gesagt hätte, er schießt den, dann hätte er das auch machen können. Ja. Also ich denke, da sind wir so in der Absprache, dass das dann unter den beiden entschieden werden kann. Und in dem Fall hat Stoppel Ohrhahn das überlassen, wie es abgesprochen war und mit dem bekannten Ergebnis. Mhm. Angesichts der Tatsache, dass Sie die Bank im Moment nicht mehr voll bekommen, wird die Frage nach Verstärkungen zum Winter drängender, lauter? Hat ja jetzt Gründe, warum die Bank hier und da nicht mehr ganz so voll ist, ja, weil durch die Verletzten natürlich schränkt uns das in den Optionen ein und ist natürlich jetzt auch in unserer Phase immer wichtig, Optionen zu haben. Für die jetzige Situation müssen wir damit klarkommen. Alles Weitere hatte ich ja schon gesagt, was Neuzugänge betrifft. Dort sind wir ständig intern noch im Austausch, prüfen das. Und wenn wir der Meinung sind oder der Markt gibt einen Spieler, wo wir, der interessant ist, der in unser Profil passt, dann werden wir uns damit beschäftigen, keine Frage. Und ansonsten, wie gesagt, sind wir da intern im Austausch und prüfen nicht nur das, sondern auch viele andere Sachen. Was sind denn viele andere Sachen, die Sie prüfen? Ja, es gibt ja nicht nur, was Spieler betrifft, es hat ja auch viele Gründe, wenn man in so einer Situation ist. Wie kommt man in so eine Situation, was kann man alles ändern, wo kann man Dinge justieren, nachbessern, um eventuell dort für uns einen Fortschritt oder eine Verbesserung zu erzielen. Und da gibt es viele Gebiete, ne? Über Scouting. Können Sie so jetzt zwei, drei Beispiele zu geben? Ich habe ja gerade nicht zu Ende gesprochen. Über Scouting, über vielleicht Trainerstab, wo man vielleicht was machen kann. Also wie gesagt, da gibt es viele Sachen, die wir dort einfach prüfen im internen Gespräch, um dann letzten Endes zu sagen, okay, das macht Sinn, das macht vielleicht weniger Sinn, um dann Entscheidungen zu treffen, um da unten einfach rauszukommen. Das ist das oberste Ziel und danach haben wir gerade unsere ganzen Tätigkeiten auch ausgerichtet. Scouting ist ja dann aber doch wieder verbunden mit neuem Personal, das man haben möchte. Oder ist das Scouting des Gegners gemeint? Nein, also insgesamt, ja, ist sehr vielschichtig Scouting. Zum einen die Gegnervorbereitung, klar. Ja, wobei das natürlich auch durch uns bzw. den Videoanalysten mit übernommen wird. Aber es geht ja auch dann, dass man Datenbanken sich anlegt, dass man Spieler im Visier hat, auch über einen längeren Zeitraum, um da breit aufgestellt zu sein, um einen optimalen Überblick zu haben, bedarf es immer ein bisschen Personal, ja, auch in der Branche oder auch in der Rubrik. Und ich denke, wenn du mittelfristig dort eine andere Richtung einschlagen willst, dann muss man auf dem Markt immer ein Stück schneller sein als die Konkurrenz. Also schon früher wissen, wo ist ein interessanter Spieler, der zu unserer Philosophie passt. Und da ist sicherlich ein Ansatz, können wir was justieren, ein bisschen mit mehr Manpower vielleicht das eine oder andere dann schneller lösen. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie über Änderungen im Trainerstab nachdenken? Ja, über Änderungen nicht, wenn dann vielleicht über eine zusätzliche Personalie oder sowas. Aber wie gesagt, das
sprechen wir intern gerade alles durch. Wäre möglich, dass ein weiterer Co-Trainer hinzukommt? Zum Beispiel sowas. Mhm. Nichtsdestotrotz gehört es dann nicht auch zu den Aufgaben des Trainers zu sagen, wir brauchen auf dieser Position dringend jemand, der es kann, wer immer es dann auch sein mag. Ja. Kann ich nur mit Ja beantworten. Sagen Sie das? Ja. Mehr brauche ich ja nicht sagen. Ich sage es. Ja. Ja, das ist ja dann eindeutig. Dann habe ich es verstanden. Okay. Ja, dann bin ich jetzt soweit glücklich. Okay. Gibt es denn dann noch weitere Fragen? Ja, Henrik Niebuhr. Ja, guten Tag, Herr Schmidt, erstmal. Ich wollte auch noch so ein bisschen an meinen Vorredner kurz anknüpfen. Das Thema Führung später nochmal zum Anlass nehmen. Sie hatten gesagt, Bakalotz ist eigentlich dafür geeignet, derzeit vielleicht nicht top in Form. Ansonsten sind vielleicht nicht großteils die Spieler auf dem Platz oder im Kader, die in diese Rolle wirklich von ihrem eigenen Naturell reinschlüpfen könnten. Ist es so, dass Sie vielleicht sich in Richtung Winter wünschen, dass man noch einen Spieler holt, der wirklich so diese Führungsqualitäten verkörpert? Oder ist das nicht so Ihr drängender Bedarf? Ja, doch schon. Ist, denke ich, ein Ansatz, der richtig ist. Nur man muss halt auch schauen, dass du im Winter einen Markt hast, der nicht einfach ist. Ja, und deswegen muss man sowas, wenn man das im Auge hat, also ich sage mal, jeder Trainer, jede Mannschaft braucht natürlich solche Spieler. Ja, und deswegen sind die du gebrauchen kannst, meistens auch alle unter Vertrag, beziehungsweise stehen irgendwo auf dem Platz. Von daher ist das ja in unserer Branche kein Wunschkonzert und wir müssen halt jetzt wirklich akribisch halt schauen, wenn der Markt was gibt, dann, wie gesagt, werden wir uns mit einer Personalie beschäftigen und wenn die in dem Anspruchs oder in das Profil passt, was uns vorstellt, dann werden wir uns damit beschäftigen und ja, vielleicht auch handeln, aber momentan sind wir da, wie gesagt, intern am Prüfen und besprechen, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Weil, wie gesagt, wenn, dann muss er sofort helfen. Alles andere, denke ich, erübrigt sich. Okay. Nochmal zum Gegner SC Fair. Wir hatten es gerade auch schon mal kurz, oder Sie hatten es gerade schon mal angerissen. Der Verein bietet durchaus viel Spektakel in dieser Saison. Ich zitiere einfach mal so ein paar Ergebnisse. 4-4, 3-3, 5-3, 2-4. Kassieren viele Gegentore, schießen viele Tore. Erwarten Sie so ein Spektakel? Würden Sie das dann auch annehmen wollen aus Trainersicht oder versucht man sowas in der Vorbereitung zu vermeiden? Ja, ich denke schon, dass es ein intensives Spiel wird, definitiv. Ja, weil, ich sage mal, die Ausrichtung von Ferl einfach das, denke ich, auch so hergibt. Und wir ja ähnlich intensiv auch agieren wollen oder auch zuletzt das, denke ich, auch gezeigt haben. Und von der Seite her wird das schon intensiv und du musst halt gucken oder wir als Mannschaft, dass wir da die Intensität kontrollieren und uns nicht die Intensität des Gegners aufdrücken lassen. Ja, okay. Okay, abschließend, wer schießt den nächsten Elfmeter? Das werden wir intern besprechen und dann in der Situation entscheiden. Aber es wird eine feste Rangordnung geben, wenn... Nein, es gibt keine feste Rangordnung, sondern sowas bespricht man im Vorfeld mit den Spielern, die in Frage kommen. Und dann gibt es immer mal noch manchmal noch eine Tagesform, die entscheidend ist, wie ich mich gerade fühle. Aber in der Regel gibt es dann eine Rangfolge und ein Ranking, was wir vorher aber mit den Spielern besprechen, so wie es eben war oder vorher war, wo wir gesagt haben, Orhan schießt den Nächsten und Stoppel ist der Andere. So wird das jetzt auch wieder besprochen und dann werden wir das für das Spiel entscheiden. Also es ist schon denkbar, dass dann eventuell beim nächsten Mal ein ganz neues Gesicht am Punkt steht. Schauen wir mal. Erstmal müssen wir einen Elfmeter kriegen. Definitiv. Danke, das wär's. Ja, bitte. Dann verrät der Blick nochmal das Hermann Kiewitz. Ich habe doch noch zwei Nachfragen, Entschuldigung. Mhm. Einmal habe ich vergessen, natürlich dann zu fragen, wenn Sie sagen, ja, wir brauchen einen neuen Spieler, für welche Position suchen Sie ihn? Ja, wie gesagt, das besprechen wir gerade intern und
Das werden wir jetzt nicht nach außen tragen, weil das, denke ich, auch für die Arbeit von uns nicht so förderlich wäre. Naja, man wird es ja beim Spiel sehen, genau, wo dringend Hilfe gebraucht wird. Unseligerweise kann man es so sehen, dass man mehrere Optionen hat, wo man dringend Hilfe braucht. Zweite Geschichte ist, Sie haben gesagt, dass Sie den Führer, also dass möglicherweise jemand mit Führungsqualität gesucht wird. Sie haben ja, oder Ihr Sportdirektor hat ja im Vorfeld mit Rolf Felscher zum Beispiel einen Spieler geholt, von dem man sich unbedingt versprochen hat, dass er ein solcher Führungsspieler sei. Moritz Schöppelkamp ist sehr lange im Verein und hat auch eine gewisse Führungsqualität. Warum können diese Spieler das im Moment nicht erfüllen, diese Rolle? Ich will nicht sagen, dass sie das nicht erfüllen können. Es wird vielleicht für euch nicht so sichtbar. Ja? Ich sage mal, Rolf ist natürlich... Sie haben selber gesagt, man muss das verteilen. Bakalotz wäre jetzt derjenige, der im Defensivverbund die Ansagen macht. Ja. Wir haben aber keinen, der das jetzt tatsächlich macht. Daraus habe ich das so geschlossen. Ja, also ich sage mal, Rolf ist jetzt nicht so unbedingt in der Position, in der Außenposition, wo man im Feld so explizit darauf einen Einfluss nehmen kann. Ja, der macht das, ist ja auch im Mannschaftsrat, der macht das eher außerhalb in der Kabine. Ähnlich ist es bei Stoppel, ist ja auch eine Position, wo, wenn du so ein bisschen außen bist, wo du dann im Spiel in der Situation recht wenig oder nur punktuell mal Einfluss nehmen kannst. Ja, er macht das auch oft auch in der Kabine vor oder in der Halbzeitpause. Aziz oder so ist ja ähnlich, ist ja genau das Gleiche. Ich sag mal, die entscheidenden Positionen sind schon immer so die Zentrale. Ne? Also ich sage jetzt mal 6, wie Bakker das sein könnte. Oder ich sag mal auch Innenverteidiger oder auch Torhüter, die dann mitunter das Spiel vor sich haben, die sowas mit Einfluss oder beeinflussen können und lenken und leiten können, Ordnung haben. Und ich denke, das ist halt schon immer wichtig. Wenn du dann Leute hast, die Erfahrung haben, die so eine gewisse Strategie auch im Kopf haben, die gewisse Dinge sehen, anders sehen als andere Spieler. Und aber wie gesagt, die das können, die spielen auch in richtig guten Mannschaften oder in Ligen, die natürlich etwas höher sind. Aber auch in unserer Liga gibt es da viele gute Jungs, die das ordentlich machen. Mhm. Also würden Sie sagen, Leo Weinkauf sollte ein bisschen lauter sein? Ja, Leo ist ja grundsätzlich auch ein junger Torhüter. Das könnte er da grundsätzlich, ja, Leo könnte da auch ein bisschen lauter sein, ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Er versucht das schon immer jetzt im Spiel, auch im Training, weil wir das ja auch angesprochen haben. Das ist ja auch jetzt nichts, kein Geheimnis. Naja, also deswegen sage ich ja, wir müssen das sehen, dass wir es auf viele Schultern verteilen. Und er hat natürlich eine gute Position, er hat immer das Spiel vor sich. Und kann dann natürlich auch viel korrigieren, viel auch schon im Vorfeld Einfluss drauf nehmen. Und das ist halt wichtig, dass du deine Mannschaft auch im Vorwärtsgang schon wieder hinten ordnest, mitstellst, um da in einem möglichen Gegenangriff eine gute Ordnung zu haben. Sie würden sich wünschen, dass er das mehr tut? Ja, könnte er schon ein bisschen mehr machen, ja. Oliver Steurer kommt aus einer höheren Liga. Als Innenverteidiger ist er auf der Position, die Sie gerade beschrieben haben. Wie würden Sie es da sehen? Ja, Olli ist schon. Es gibt Spieler, die hörst du und siehst du auf dem Platz. Und Olli ist eher der Typ, der redet schon und versucht, das zu organisieren. Aber ist jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, er macht das mehr so im Infight, so dass wir das von außen vielleicht nicht so wahrnehmen, aber der ist schon aktiv. Aber das, was ich meine, ist nochmal ein anderes Level, sagen wir mal so. Okay. So, abschließend die Frage, gibt es noch Fragebedarf, ja oder nein? Ja. Eine Frage noch, und zwar an die anwesende Presseabteilung. Mit wie vielen Zuschauern rechnet der MSV am Samstag? Mit etwa 7.000 Zuschauern. Danke. Hat es Reaktionen eigentlich gegeben auf die Maßnahmen jetzt, die durch Corona bedingt veranlasst worden sind, also von Seiten der Fans? Nein. Ja. Okay. Okay,
dann vielen Dank für alle Fragen. Dann am Samstag. Viel Glück Ihnen. Danke. Ja, viel Erfolg. Danke. Wir sehen uns am Samstag. Bis dann. Ciao. Tschüss.